Mein Name ist Thomas Wiebrandt. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma VMR. Natürlich gehört Automotive zu uns, aber genauso Maschinenbau, Medizintechnik, die ganze Elektrotechnik. Wir arbeiten jetzt 20 Jahre mit Zimatron und ich muss behaupten, es hat nie wirklich Probleme gegeben. Wir wurden immer sehr sauber betreut. Also wir verwenden Zimatron hauptsächlich im Bereich Werkzeugkonstruktion, also die komplette Prozesskette. Quasi vom Eingang der Kunden, vom Co-Engineering, die Werkzeugkonstruktion, das Ableiten der Elektroden, das Programmieren der Elektroden. Die Durchgängigkeit von Zimatron hat einen sehr großen Nutzen für VMR. Zimatron verwende ich in jedem Bereich meiner Tätigkeit. Ich konstruiere mit Zimatron, ich werde die Zeichnung erstellen mit Zimatron, ich tue die Elektroden konstruieren in Zimatron und kann programmieren in Zimatron. Also alle Bereiche, mit denen ich arbeite, ist komplett mit Zimatron abgedeckt. Also bei Zimatron ist ein ganz großer Vorteil, dass man die Berechnungszeiten von den einzelnen Programmen so gestalten kann, dass man nicht das ganze Modell an die Berechnung mit reinnimmt, sondern wirklich nur den Teilbereich, den man in dem Moment braucht. Dadurch, dass bei Zimatron eben nicht das ganze Volumen von diesem Bauteil benutzt werden muss beim Berechnen, ist natürlich der Tag relativ effizient. Ich kann zum Beispiel von der NC-Oberfläche direkt auf die CAD-Oberfläche was ändern am Modell, wenn mir was auffällt, und würde zurück ins NC gehen und direkt weiterarbeiten am NC-Fall. Wir hatten den Fall, dass wir einmal auf einen Spezialisten von Zimatron zugreifen mussten, wo es um ganz defizile Elektroden ging und er uns da unterstützen konnte, dass wir das gewünschte Ergebnis erhielten. Und auch unsere Kunden schätzen, dass wir mit dem System an sich zusammenarbeiten und sehen die Vorteile ebenfalls darin. Ich muss sagen, wir haben selten Firmen, wo wir so rundum zufrieden sein können und nahezu keine Problematiken auftauchen.